Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe des Frondenberger Boulevard. Und pünktlich zum Frühlingsanfang habe ich auch mal die schönsten Frühlingsblüher rausgesucht. Und gleich nehmen wir natürlich wieder unseren morgendlichen Rundgang. Das sind übrigens jetzt noch Aufnahmen von gestern Nachmittag. Da war das Wetter nicht ganz so klar wie heute, aber die Hunde sind lustig und es ist trocken und im Grunde genommen alles ist gut. Heute werden es 16 Grad werden, im Schatten wohlgemerkt, also ist es mit Sonnentemperaturen von über 20 Grad zu rechnen hier. Ja, was haben wir aus dem Hellweger Anzeiger heute zu berichten? Qual der Wahl zum Frondenberger Frühling. Passend zum gestrigen Frühlingsanfang haben Stadtverwaltung, Werbering und Förderverein Kulturzentrum gestern die Werbetrommel für den Frondenberger Frühling am Sonntag, 1. April, gerührt. Angesichts der Fülle von Angeboten haben Besucher dann den ganzen Tag lang die Qual der Wahl hier bei uns in der Ruhrstadt. Ja, und was konnte ich heute Morgen in der Bild-Zeitung lesen? Richard Gere ätzt gegen seinen größten Filmerfolg Pretty Woman. Da sagt er doch dann tatsächlich, also das Ganze ist überhaupt nicht zeitgemäß und es wäre ja nur eine romantische Kitschkomödie gewesen. Etwas dümmlich, ja. Und wenn er meint, das war etwas dümmlich, naja, eigentlich war es ja ein großer Erfolg für ihn. Geburtstag feiert heute Hubert K. Vor 30 Jahren feierte er seinen größten Erfolg mit Sternenhimmel. Heute wird er 51 Jahre. Wir gratulieren ihm und ich verabschiede mich bis morgen in alter Frische. Himmel sehen, oh guter Mond am Firmament, spür wie meine Sehnsucht brennt, oh komm Zigarrenspiel für uns allein. Die Melodie brauch ich zum Glücklichsein. Ich seh den Sternenhimmel, 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 oh. Ich seh den Sternenhimmel, 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 oh. Lollipop, lollipop, oh la. Yeah.